Reinbomben. Ja, und Granate rein, aufsetzen und dann aufsetzen. Wir sind alle auf mich wütend, ne? Ich hab gerade. Ah, jetzt habe ich auch keine Belustung mehr. Der Shit hin. Klappt aber. So, ich mache noch ein Level auf Gesundheit bei dem. Okay. So, aber bevor wir jetzt hier noch irgendwas zerbomben, lass erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Da kommt noch eine Flattermaus. Wollte es jetzt bei mir an meinem Tier? Nee, ich habe die Tüten aufgesammelt, die auf dem Boden liegen. Ach so, okay. So, da sind auch wieder Ammoniten drin. Das ist auch nur ein blauer. Blaupyramide. Nicht, dass das Vieh dich erwischt jetzt, ne? Den Buff jetzt gerade abbekommen eigentlich? Ja, ich hab einen Buff. Okay, dann ist das also nicht nur nach vorne gerichtet, der Buff. Oh, da kommst du. Ich brauch, guck mal. Wieder mal sehr schwer. So, ja. Den werde ich mal gucken. Ja, die Wumme macht doch gut Schaden. Ja, wenn man in der Nähe ist, dann geht das, ne? Ja. So, jetzt einmal noch hier links rum, da ist noch so ein Elektrophorus, genau am. Ja, ich. Muss am kurz Wasser. Hier ein bisschen Ordnung machen, ich bin sonst zu schwer. Hey, den muss ich so abschießen, glaube ich. Sind wieder Ammoniten. Ich weiß halt nicht, ob die einen angreifen, wenn man einfach reinschwimmt. Reinspringt. Ich weiß auch nicht, wie schnell die sind. Weil ich kenne die Ammoniten, wie gesagt, überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Wolltest du ausprobieren, oder? Dann bin ich tot und dann, ja. Warte mal, was. Also, wenn, dann hätte ich das von dieser Seite aus überhaupt probiert. Okay, ich glaube, es leckt, weil ich nicht absteigen kann. Ja, jetzt. Ja, und ich bin jetzt irgendwo in der Ecke. So, jetzt bin ich hier raus. Okay. Okay. So, also blöd, dass man jetzt hier unten die Schlafsäcke nicht positionieren kann. Aber ich rüste mal den Kletterhaken aus. So, achte du mal auf die Ammonite, bitte. Vorsicht, was unter dir springt dich an. Okay, ich bin betäubt. Bin betäubt. Ja. Volle Betäubung, 100%. Danke. Ich habe was geangelt. Sehr schön.
Also ich hatte das gleiche vor, wollte mich dann zurück, deswegen habe ich extra an den Rand einen Grappling Hook gesetzt. Aber da war ich vorher betäubt. Also ist die Reichweite von den Ammoniten wirklich sehr, sehr weit. Nee, das war kein Ammonit. Unter dir war was anderes. Das hatte ich angesprochen. Das war so ein Krebs. So ein Flusskrebs. Ah, nee, das hatte ich gar nicht gesehen. Der hatte ich angesprochen, nicht der Ammonit. Ah, okay. Der Ammonit betäubt dich nicht. Der macht irgendwie, der spuckt dich an, hast du Wut. Okay, Dann jagt sich alles. Ja, okay, gut. Gut zu wissen. So, dauert auch nicht mehr lange. Nur noch vielleicht eine Stunde oder so. Okay. Nein, es ist schon im unteren Bereich, also vielleicht nur noch 3 bis 5% oder irgendwie so. Mhm. Also ich kann mich auch umschauen, aber ich sehe halt nichts. Also ist halt... Wieso unter diesen Pilzen? Also wenn du diese Pilze dir einpfeifst, dann... Ach so. Wie sie sich... Ach, guck mal, jetzt kann ich was sehen. Ja, gut, dann sind wir wieder da. Möchtest du nochmal rein? Weil ich glaube, falls du das Viech jetzt erledigt hast, dann ja. Das Vieh ist, ich glaube, das ist das daneben halt, neben der Pyramide, das Vieh. Gucken. Das ist tot. Ach, ja, okay, wenn das tot ist, dann... Also eigentlich dürftest du jetzt rein können. Ich sehe auch keinen Aal und die Ammoniten sahen nicht so aus, als wenn sie zu dir kommen. Löst mal wieder meine Armbrust aus. Da hinten sind aber noch Krebse. Aber die sind gerade nicht zu dir gekommen. Okay, dann. Ja, die Ammoniten interessieren sich nicht für dich. Okay. Mich hier raus, ist doch doof. Und was gab es jetzt Schönes? Ein Sattel fürs Pferdchen in Lila. Mhm. Und eine neue Hose. Eine Lederhose, aber immerhin eben etwas. So. Bin wieder voll equipped, jetzt kann wieder nichts passieren. Jetzt können wir ja dann in das nächste Gebiet, ne? Ja, ich würde sagen, ne? Einfach hier weiter. Was? Ich sehe hier nichts. Wir sind. Jetzt kommt Wasser. Wasserfahrt. Mocke. Ich mach mal Follow mein Tierchen. Ja, wir können ja reiten und durchschwimmen. Ach ja, stimmt. Genau, das wird auch gehen. Das wird auch gehen. Bisschen tauchen können die Kleinen ja auch, wenn man so reitet. Oh, aber jetzt? Ah, durchhüpfen. Okay. Uah. Okay, ist alles schief und krumm. Da sehe ich schon mal einen gelben. Was ist ein gelben? Gelbe Pyramide. Du bist mutig. Ja, ich habe noch gar nicht Zeit gehabt, mich umzugucken und der jumpt schon auf die nächste Ebene hier. Also irgendwie rechts glüht es, also da muss wieder ein Artefakt. Hey, warte doch mal. Ich guck mich noch um und der stürzt sich rein. Also ihr merkt, wer hier der Forsche von uns beiden ist. Also. Nee, ich nicht. Das ist das Tier, das hört nicht auf mich. Ah ja, gut. Dann wäre das ja meine schlechte Erziehung, oder wie soll ich das meinen? Ja. Also da in die Richtung, wo ich jetzt hingucke, da muss wieder ein Artefakt sein. Okay. Ich würde auch mal sagen, weil da ja die Dinger hin war. Nee, gut, nee, die gehen nach links. Okay, die geht zu diesem Airdrop rüber. Diesem gelben.
Erstmal lünkern hier. Also ich glaube drüben, da werden wir nicht mit den Tieren hinkommen, oder? Was würdest du so? Der ist schon wieder auf der anderen Plattform. Ich krieg gerade eine Krise hier. Ich kann doch nicht die ganze Zeit hinter dir stehen. Wird mir gerade ein bisschen stressig mit dir. Ich bin nicht so der Stehtyp. Ja, ich merke das schon. Meine Herausforderungen sind die ja alle jetzt hier nicht. Nö, das nicht, aber wir haben ja auch noch nicht den Heimweg gefunden. Da oben ist was Lilanes. Ja, das habe ich auch gesehen, das da oben. Artefakt, das dreht sich. Das ist das Artefakt, würde ich sagen, weil das Ding in sich dreht. Das heißt, auf der Mitte brauchen wir gar nicht. Und da hinten in die Richtung, wo ich jetzt gucke, das ist was Helles. Das könnte der Ausgang sein. Okay. Siehst du das? Nee, ich bin gerade hinter dir, auf der, wo die Pyramide war. Ja, guck mal in die Richtung, wo ich jetzt hinblicke. Ja, es sieht hell aus da hinten. Aber ich glaube, das ist wieder so eine, das Wasser, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Höhle. Okay, was machen wir? Ich warte gerade, dass die Pyramide nochmal auftaucht. Da. Ja gut, dann chill da mal eine Runde. Ui, neue Flinte. Bauplan. Bauplan ist nicht so gut, aber die Flinte kann man gebrauchen. So, ja. Soll ich ein bisschen weiter wandern, ne? Ich überlege gerade, wie wir nach da oben zu dem Artefakt kommen. Also ich glaube nicht, dass wir das mit Tier schaffen. Oh. Ja, dann versuch mal jetzt, dich da rauszuspringen. Ja. Okay, also da unten kann man nicht hin. Gut. Da unten kann man nicht hin. Also da habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass man nicht hin kann. Na, ich find's blöd, dass man da nicht hin kann. Das, Naja, ich hab's nicht verstanden, warum. Also da sind ja jetzt, das sind zwar ein paar Peaks da unten, aber hätten die alles voll mit Peaks machen müssen. Wie gesagt, Sinn macht das für mich jetzt auch nicht, aber ich hätte halt alles versucht, aber ich wäre auf gar keinen Fall da runter. Ich wollte aber gut, du hingst ja irgendwie an der Seite, also es war ja irgendwie. Ich wollte ja gar nicht runter. Das war gar nicht mein Plan. Das weiß ich. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, hier allein zu überleben. Ja, ich komme da nicht mehr hin. Dann könntest du eigentlich nur den Drachen vom Eingang holen. Ja, aber wohin soll ich mit dem Drachen? Nein, ich meine einfach nur abholen, dass der da schon mal nicht mehr rumsteht. Der? Erledigt ist, also für dich ist erstmal der Part erledigt und jetzt hier richtig. Für mich heißt es jetzt versuchen, irgendwie zu überleben, einen Ausgang zu finden und ja auch irgendwie noch das Artefakt natürlich zu holen. Ja, das Artefakt wär schon super, das Artefakt, ja. Also da ist blöde mit Springen. Also der hat, dass er sich da unterhängen wollte, statt darüber zu springen, war. Fand ich nicht so schön. Kann ich mir vorstellen. So, ich habe die Tiere jetzt mal die Klippe runterschubsen lassen. Soll ich mit dem Drachen irgendwo hin denn jetzt eigentlich? Nö, nee, eigentlich nur, weil dein, ja, du kannst ja jetzt nichts machen, oder? Du holst denn noch mal einen Deinonychus und, ja, müsstest dich komplett wieder ausrüsten und dann wieder bis hier hin. Das könntest du auch machen. Und dann eventuell noch einen verlieren? Ja, ja. Was willst du sonst machen? Ja, sonst wäre nur die Alternative für dich was Eigenes. Feierabend oder Farmen oder Bauen.
Meine Sachen kriege ich da unten ja leider auch nicht mehr wieder. Nee, das ist alles weg. Das ist alles weg, also. So. Also ich werde jetzt erstmal den Kleinen hier abstellen. So, hier wird dem jetzt hoffentlich nichts passieren. Du bist passiv, sehr gut. Und dann schieße ich mich jetzt mal rüber. Werde mal gucken, ob ich. Oder kann man meine, kannst du meine Leiche an dich ranziehen, vielleicht? Glaubt, dass ich da gar nicht mehr hinkomme. Weil ich bin jetzt schon nach rechts rum auf eine andere Plattformebene Achso. gesprungen. Na gut. Weil du warst auch ziemlich weit weg. Also auf jeden Fall komme ich mit dem Tier hier nicht mehr weg. Das ist. Ach doch, warte, da mit dem Tier komme ich auf die andere Plattform. Das kann ich nochmal ausprobieren. Warte mal, ich habe gerade im Moment total Schiss, dass ich jetzt nicht richtig springe. Warte mal, springen war Leertaste, ne? Ding ist Leertaste, ja. Okay. Ich habe gerade voll Schiss. Wohl nee, ich wollte doch jetzt erst einmal rüber. Ich wollte jetzt erst einmal gucken wegen dem Artefakt. So, hier bin ich. Und jetzt da oben hin. Reicht. Reicht. Also ich komme da oben hin. Ja, also beim Artefakt bin ich. Okay. Das hat schon mal geklappt. Und hier sind jede Menge von diesen Haken, also von diesen Zip-Lines. Und jetzt versuche ich mal zu scouten, ob ich irgendwo deine Leiche finde noch. Das müsste, glaube, ja, das ist das kaputte Tier. Und da ist deine Leiche. Also deine Leiche sehen tue ich sie, aber das ist also von hier oben natürlich zu weit weg. Habe schweißnasse Hände. Das ist nicht meine Arbeit. Sowas kann ich überhaupt nicht haben. Okay. Das kann ich gar nicht ab. Das ist gerade voll viel. Da? Okay, da komme ich hin. Hoffe, dass auch jetzt kein Nachspawn kommt. Also von hier komme ich nicht an deine Leiche. Kann es sein, dass vielleicht du das irgendwie nachher anders probierst, dass du da andere Möglichkeiten siehst, aber für mich ist das gerade irgendwie nicht machbar. Vielleicht auch, weil ich ein kleiner Schisser bin. Das ist, will ich gar nicht mal verhehlen. Natürlich möglich sein, Denn das alles. ist definitiv so. Ich bin ein kleiner Schisser. Bevor ich auch nur irgendwie in Gefahr laufe, irgendetwas zu verlieren, riskiere ich das gar nicht erst. Nee, weil ich lass die Leiche. Aber wie gesagt, du hast die Ja, Möglichkeit noch, dir bei mir die das Klamotten noch einmal mitzunehmen und das auszuprobieren. Ding ist, die spawnt ja gleich. Eine halbe Stunde hast du Zeit, so lange sind wir noch nicht. Ja, dann ist dann ja dann die Tasche, aber die Leiche ist ja in der Kürze weg. Nein, deine Leiche ist eine halbe Stunde. Aber das ist auch zu tief. Also ich will zwar jetzt nicht da ne, wie heißt das hier, den Negativ-Man machen, aber das sieht wirklich zu tief Nee. aus. So, ich probiere mal. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier rumhangeln. Ah, den wird sich in den runterhangeln, aber nicht, ne? Nein, runterhangeln nicht. So, also von oben hatte ich sie gesehen, die Leiche. Jetzt muss ich sie nur von hier wieder finden. Wo war denn das?
Da glitzert was. Ist das? Nein, das ist nix. Wo warst du denn? Du bist von hier nach rechts geflogen. Das heißt, du musst da irgendwo liegen. Da, okay. Warte, 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 warte. Da, die Leiche. Okay, ich hab dich. So, also sehen. Ja, ja, hab ich mir schon gedacht. So, und jetzt? Ja, das Problem. Ja, scheiße. Das Problem ist, woher weiß ich jetzt, ob ich dich oder den Boden erwischt habe? Also eben gerade, wo ich dich rausfischen wollte, hat er dich gleich zu mir gezogen, ohne dass ich was gedrückt habe. Ach so, okay. Gut, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis, weil ich hatte jetzt die Möglichkeit halt gehabt, also ich kann bis auf den Boden werfen, das geht. Aber da war ich natürlich, also bei dir war ich jetzt gerade natürlich am Leben, ne? Aber ich, ja, aber ich weiß nicht, wie es mit der Leiche aussieht, ob die jetzt einfach durchlässig ist oder so, oder man doch Linksklick drücken muss vielleicht. Also wenn ich Linksklick mache, dann werde ich nach unten gezogen, das wird nicht, nee. Also ich komme jetzt auch nicht mehr an deine okay. Leiche. Nee, also wenn ich jetzt was mache, dann werde ich auf den Boden gezogen. Okay. Dann ist er weg. Das geht nicht. Da komme ich leider nicht näher dran. Also ich habe es probiert. Ganz entgegen dem, was ich normalerweise machen wollen würde. Alles klar. Nein, weil ich bin... Nein, wegen... Nein, du hast einen neuen Mitbewohner in deiner Hütte. Bitte? Du hast einen neuen Mitbewohner in deiner Hütte. Wieso? Wir sind Galelimus reingelaufen. Ach so, okay. Ja, schönen guten Tag. Jetzt läuft er hoch zu den Deinonychus. Bitte? Jetzt ist er hoch zu den Deinonychus gelaufen. Also kannst du ihn ja zähmen, wenn du möchtest. Nee, er ist tot. So, und jetzt? Hattest du ausprobiert, ob man jetzt hier den Ball werfen konnte? Ob man einpacken und wieder auspacken kann? Ja, das hatten wir nicht getestet, ne? Haben wir nicht getestet. Shit. Ja gut, also es wird jetzt entweder eine Fehlermeldung, eine Todesmeldung von mir kommen, oder ich probiere jetzt erst mit dem Deinonychus zu springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal. Ha, das geht voll easy. Ich habe viel zu viel Schiss gehabt. Also der hat einen riesen Satz gemacht und vorher hat er das nicht gemacht. So. Bin jetzt da in diesem, ja, in dieser Rundung, wo ich da gesagt hatte, was ein Ausgang sein könnte. Aber das ist jetzt natürlich ein riesiges Wasserdingen. Und da sehe ich Ammoniten drin. Ja, und du hast jetzt nur deine Schrotflinte. Aber was sagtest du jetzt, was die Ammoniten machten? Was war das? Wenn du die anschießt, dann kriegst du im Prinzip so einen Effekt, dass du Wut hast. Im Prinzip jagen deine Tiere. Also wie die Blume, der Blumeffekt. Ach so, dass alle Tiere drumherum mich aggro. Ja, genau. Ja gut, das ist ja nicht weiter schlimm. Irgendwie sowas in der Art, das ist irgendwie der gleiche Effekt. Das ist ja nicht weiter schlimm, wenn die sonst nichts machen. Fuck die Hände, wo kam der Alen her? Die Aale, also hallo? Lebst du noch? Ich lebe noch, ja, ja. Aber ich habe schweißnasse Hände. Ich bin ins Wasser, war nichts zu sehen. Und auf einmal zwei Aale, zack, bum, bum, bum und ne, alles auf einmal. Ja.
Ohne dass ich die auch nur irgendwie ansatzweise gesehen hätte. So zur Wand gekommen. Okay, das scheinen aber alle zu sein. Und jetzt muss ich irgendwie tauchen. Ich muss tauchen. Also das sieht irgendwie aus, als wenn ich da tief runter muss. Okay. Das gefällt mir aber gar nicht. So, erstmal voll heilen, dann das Viech wieder leer machen. Du hattest mir noch gar nicht gesagt, was eigentlich in den gelben Airdrops drin war. War da was Schönes drin? Der erste war ein Bauplan für einen Sattel, aber ich weiß nicht mehr welcher, war aber nur ein blauer. Okay. Und beim zweiten Mal war ein Bauplan für die blaue Flinte und eine Gesellenflinte, die rosane Flinte. Okay. Fertig. Das war da drinnen. Okay. Boah, ich sehe nix. Da geht's nach oben. Zitteraal, Zitteraal, Zitteraal. Ah, zitter woanders, zitter woanders. Lass mich nach oben schwimmen, bitte, 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 bitte. Zitter woanders. Ah, geh weg. Ich hoffe, dass ich überhaupt nach oben rauskomme. Bitte, 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 bitte. Oh, ich bin an der Oberfläche. Wo komme ich hier raus? Wo komme ich raus? Lass mich raus. Lass mich raus. Oh. Echo funny. Oh, und da ist der Zitteraal. Also ich habe es geschafft. Also es sind zwei Tauchoptionen. Also du musst einmal runtertauchen, dann durch eine schmale Klippe und auf der anderen Seite wieder so ein Tunnelsystem nach oben tauchen. Aber es geht wirklich nur nach oben. Und da war halt ein von diesen Aalen. Okay. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich ja mitten in der Höhle bin und nichts sehe. Ui. Also, ihr werdet wahrscheinlich lachen, oder ihr seht das ja, aber ich bin wirklich im Schneckentempo unterwegs. Ja, ein Schritt stehen bleiben, ein Schritt stehen bleiben. So, und jetzt bin ich an der nächsten Position, wo ich wieder tauchen muss. Ist hier nochmal so ein Wasserding. Das sieht aus wie das erste, wo wir reingetaucht sind. Hallo? Okay, da ist ein Fehler drin. Da fehlt unten Wasser. Oh. Also man fällt erstmal nach unten. Und dann muss man einmal springen und dann ist man wieder im Wasser. Und dann kann man nach oben schwimmen. Ist also auch wieder wie so eine Art Brunnenschacht. Ja. So, geschafft. Bin wieder oben. Und das sieht aus wie wieder die Tempelanlage, wo wir ganz am Anfang reingegangen sind. Das sind wieder die gleichen Steine wie diese Tempelanlage. Ja, und jetzt ist natürlich das Problem, ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Nee, der Schrei macht... Wie kriege ich denn jetzt ein bisschen Helligkeit hier rein? Ich brauche irgendwie Helligkeit. Ja, das... Boah. Wie kriege ich jetzt... Warte mal, nee. Wenn ich... Nee, wenn ich Inventar öffne... Nee, also ich muss mich jetzt per Hand hier an der Wand entlang tasten, oder wie? Ich sehe nichts. So dunkel? Null. Es ist pechschwarze Nacht. So, jetzt mache ich mal Gamma 4. Jetzt sehe ich, ja, Gamma 4, jetzt sehe ich ein bisschen was. Also auf jeden Fall ein Leuchtetier, ohne gar keine Chance. Okay. Oder genug Fackeln zum Reparieren. So, aber jetzt habe ich hier nur eine zur Wand. Habe ich hier nur eine Wand? Wo komme ich denn... Hä? Vielleicht irgendwo ein Knopf? Ich suche schon, aber wie gesagt, es ist duster. Das ist... Muss doch hier... Warte mal, die Steine, die sehen komisch aus. Vielleicht irgendwo ein Knopf oder so?
Ne, da ist nix. Ey, was gibt es noch? Gamma 4, 5, ne? Ja, kannst du Gamma höher machen. Boah, ey, das, ich hasse das, aber es geht nicht. Also ihr seht es selber in dem Video jetzt, wenn ihr euch das anguckt. Ich habe keine Möglichkeit sonst irgendetwas hier zu... Da ist ein Knopf, ich habe einen Knopf gefunden. Ich habe einen Knopf gefunden. Ich habe einen Knopf gefunden, da. Knopf. Vogel. Und... Raus. So. Bin ich jetzt? Ah, okay, okay. Jetzt weiß ich. Wo wir reingegangen sind, sind wir diese Treppe runter, ne? Ja. Und da rechts gibt es einen kleinen Raum. Und da ist eine Tür, die aufgeht. Oh. Aber da kann man... Boah, ist das hell. Was ist Normaleinstellung? Ich glaube 2.5. Oder so circa, da kommt ziemlich nah ran. 2.5. Jo, das passt. Das sieht zumindest wieder grün aus. Boah, ihr merkt, ich habe keine Ahnung mit Gamma-Werten. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen und das wissen und oh, mach doch einfach und blau und so. Aber ich habe keine Ahnung mit den Gamma-Werten. Für mich ist das alles neu. Freiheit! Ich bin draußen! Ich muss dich nur noch abholen. Bitte? Muss ich dich also nur noch abholen? Ich komm zu. Komm zur Base. Oder. Ja, nee, du kannst mich hier abholen und dann nach Hause fliegen, genau. Ja. Ja, chilled, relaxed, also mit zwei Leuten los, einer hat es nur überlebt. Würde ich mal sagen 50%. Würden wir das jetzt als gut oder schlecht verbuchen? Ja, beim nächsten Mal besser vorbereitet. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt gemacht. Bin ich denn jetzt? Weiß nicht. Oh, ich habe das Falsche genommen. Verdammt. Krieg gleich die Todesmeldung, Drache kaputt oder was? Nein, nein, ich bin... Ich wollte gerade zu deiner Base switchen mit per Bettentransport, weil ich meinen PT schon mal zurückgeflogen habe. Ach so, okay. Ja, aber jetzt habe ich die Schlafsäcke genommen in der Höhle, wo die Artefakte sind. Ja, ach, so da die... bist du jetzt, okay. Ja. Ich spring einmal kurz in die Lava, ich möchte den anderen Schlafsack nicht wegmachen. Welchen Schlafsack? Also wo soll ich jetzt hin? Soll ich zur Base oder soll ich an dem Artefakt bleiben? An dem Tempel bleiben. Ja, du kannst zur Hütte laufen sonst schon mal. Ja, das wollte ich jetzt wissen. Okay, dann mache ich das. Muss ja erstmal mit deinem Drachen wiederholen. Ups, nee, ich musste gar nicht hier runter. Ich musste... Das wär's jetzt, weißt du? So ganz unbedarft. So und dann spring ich irgendeinem Alpha vor die Schnauze oder so. Bei Alpha wird ja noch gehen, ne? Giga. Ja, Giga ist hier nicht. Giga ist hier nicht, das weiß ich. Da unten ist meine Base. Dann kann ich von hier schon mal runterspringen. Hui. Ja, ich bin an meiner Hütte. Gut, ich würde sagen... für euch ist damit das Video beendet. Ich habe es bis hierhin überlebt. Wie gesagt, 50%. Ihr müsst selbst entscheiden, ob damit das Glas halb voll oder halb leer ist. Also schön, dass zumindest ich derjenige bin, der mit der Aufnahme euch zumindest zeigen kann, wie die Höhle funktioniert hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Gefriemel von unserer ganzen Arbeit erhaltet. Würde mich freuen, davon euch zu lesen. Und ansonsten, ja, Fritz, ich denke, wir machen häufiger mal so irgendwelche Attacken zusammen. Und auf jeden dann, Fall. Ja, von meiner Seite aus wär's das. Hast du noch was? Nö, das war's schon bei mir. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis später. Tschüss. Ciao.